warte. Jens, ich habe noch eine Frage. Those. Wenn immer mehr Elektrofahrzeuge unterwegs mm-hmm. sind, ne, ist nicht das Netz irgendwann mal überlastet? Nee. Warum nicht? Das ist ganz einfach. Wir haben also nur einen Energiebedarf von etwa 25% mehr, als wir jetzt eh schon abnehmen. Die Netze sind stabil genug. Wer solche Geschichten von Blackout und all solchen Sachen erzählt, Folge Elektrifizierung, der hat schlicht und ergreifend die Physik nicht aufgepasst. Okay, das ist auf jeden Fall schon ein ziemliches Statement. Was hat NVRM da für Lösungen? Die Netze werden natürlich auch noch ein Stück ausgebaut. Einfach schneller fließt, da wird eine Spur dazugebaut. Die Elektrofahrzeuge werden heute in der Regel ungesteuert angeschlossen. Also da kann jeder tun und lassen, was er will. Aber du weißt ja aus dem Straßenverkehr heraus, es macht keinen Sinn, alles dem Zufall zu überlassen. Es sind definitiv. Der Kreisverkehr ist eine sinnvolle Erfindung. Genauso ist die Steuerung sinnvoll. Entsprechende technische Lösung mit intelligenten Zählern, entsprechend Energiemanagement, den Leistungsbedarf online an den Netzbetreiber übertragen. Könnte es sein, dass ich dann auch nachvollziehen kann, wie viel Strom ich mit meinem Fahrzeug lade im Jahr? Natürlich. Also jeder von den Wallboxen, die da drin hat, hat einen internen Zähler. Und ich als Millennial möchte ja auch noch was anderes wissen. Gibt es eine App? Na, aber ist klar. Ich brauche die Kontrolle. Und das ist die App. Zu den Wallboxen, so wie sie hier hängen, Energieverbrauch entsprechend sehen. Und wir sehen hier bei dieser Ladestation momentan keinen Absatz. Ich glaube, meine Fragen sind alle beantwortet. Der Millennial in mir ist befriedigt. Danke, bis zum nächsten Mal.